Die Architektur steht vor einem gewaltigen Umbruch. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein Architektenbüro auf Jahre mit gewaltigen Projekten ausgebucht ist und bislang noch so gut wie keine fertiggestellten Gebäude vorweisen kann? Diese Firma hat ihren Sitz in New York. Ihr Name? Asymptote. Sie ist Vorreiter der digitalen Entwicklung in der Architektur. Hier wird virtuell geplant und gebaut. Asymptote bringt die Konkurrenz mit ihren revolutionären Techniken in Zugzwang. Der kreative Kopf ist Hani Rashid, dessen Visionen ihn zum Star gemacht haben. Architekten haben eine obsessive Seite. Und ich finde das in der Digitaltechnik wieder. Es geht dabei nicht darum, Dinge schneller zu tun. Es ist ein Raum, in dem wir über die Realität meditieren können. Und das in einer sehr reichen Art und Weise. Früher tat man das mit Animationen und Virtual Reality, jetzt mit intelligenten Systemen für das Bauen. Es führt uns sehr nah an das tatsächliche Realisieren. Ironischerweise dauert es dadurch oft länger. Wir sagen den Kunden, dass es schneller geht, aber in Wirklichkeit müssen wir dreimal so hart arbeiten. Die Digitaltechnik, die das junge Team von Asymptote einsetzt, bricht mit Traditionen. Modelle, die früher von Hand gefertigt wurden, druckt hier ein spezieller Rechner dreidimensional aus. Viele klassische Architekten beäugen Asymptote sehr misstrauisch. Es braucht Zeit, um sich zu manifestieren. Aber ich glaube fest daran, dass wir in der Mitte einer Verschiebung stehen, die verändern wird, wie wir als Architekten denken, arbeiten und sprechen. In Korea entsteht das zweithöchste Gebäude der Welt. In Malaysia ein Komplex in der Größe einer Stadt. Besonders Asien und die Arabischen Emirate gestatten Rashid und seinem Team die Umsetzung experimenteller Ideen. Ihn selbst reizt insbesondere die Gestaltung Osteuropas, das er als lebendiges Museum sieht. Der Visionär Rashid bezeichnet sich selbst gern als altmodisch. Die gegenwärtige Veränderung in der Architektur vergleicht er mit der Zeit der Renaissance. Dabei ist es insbesondere die Vielseitigkeit der Architekten jener Zeit, die es ihm angetan hat. Seht euch das Haus nur vom Standpunkt des Designs an. Was sind die Notwendigkeiten? Für ein industrielles Design brauchen wir auf jeden Fall ein Fenster da drin. Asymptote sagt der Konkurrenz, ihr seid nicht mehr zeitgemäß. Damit hat sich Rashid nicht nur Freunde gemacht.